Rund eine Stunde geht die Medienkonferenz zu Frauenfeld und es kommt tatsächlich nichts Neues ans Licht. Der Zuger Altregierungsrat und Präsident der Untersuchungskommission präsentiert heute nochmal die Mitglieder der Kommission, die Methodik und das weitere Vorgehen. Mehr können jetzt noch nicht gesagt werden. Wenn man jetzt einen Schnellschuss gemacht hat und irgendetwas erzählt hat, einfach auf einer mageren Aktengrundlage, das wäre total unseriös. Und dann würde mehr unsere Glaubwürdigkeit, letztlich auch unsere Unabhängigkeit infrage stellen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Grund dafür, dass noch nicht mehr gesagt werden kann, sei die kurze Zeitspanne. Das Datenvolumen umfasst rund 30 Bundesordner. Und auch für Gespräche mit Betroffenen hat die Kommission noch keine Zeit gefunden. Wir sind noch nicht in der Lage, alle Akten zu studieren. Wir haben noch nicht alle Zusammenhänge wirklich herstellen können. Und vor allem haben wir den betroffenen Leuten noch nicht Gelegenheit zur Stellungnahme geben können. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Was die auch immer gemacht oder nicht gemacht haben, die Personen müssen Gelegenheit haben zur Stellungnahme. Und das ist in dieser Zeit jetzt nicht möglich gewesen. Den Journalisten, Politiker und Tierschützer im Raum gefallen diese Antworten nicht. Die Frage kommt auf, wieso macht die Kommission eine Medienkonferenz, wenn es eigentlich noch nichts zu sagen gibt? Entscheidend ist, dass sie, wenn sie so viel Stoff haben, dass sie eine Methode haben, wo sie den Stoff wirklich zusammenfassen können und nachher auch in der Lage sind, entsprechende Bewertungen und Beurteilungen zu machen. Und diese Methode haben wir jetzt. Und das ist ein ganz wichtiger Zwischenschritt. Für das hat es vielleicht nicht eine Medienkonferenz gebraucht, aber weil die Regierung einen Zwischenbericht wollte, gebe ich jetzt Ihnen ein Interview. Eine Zwischenbilanz, wenn auch ganz ohne Erkenntnis, ist also einfach ein Teil des Auftrags. Der Hans-Peter Uster hofft jetzt, dass die Untersuchungskommission bis im September einen Schlussbericht verfasst hat. Und der wird dann der Thurgauer Regierung zugestellt.